Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg zockt. So, der macht es uns vor, wie es nachher geht. Jawohl, nämlich schnell fahren. Ja, wobei es geht eigentlich noch. Ist aber trotzdem ein Schnellzug. Weil wir haben hier eine Strecke, da düsen wir von Berlin nach, jetzt muss ich schnell selber gucken, Samkow war es, glaube ich. Genau, hier vorne. Hier, da müssen wir irgendwo in ein freies Gleis rein. Das wird jetzt noch ein Momentchen dauern, das ist ganz klar. Die Strecke von Großschwabhausen aus nach Berlin, die haben wir fertig und eben stehen geblieben sind wir hier unten und zwar eingleisig. Das würde ich noch gerne ändern. Ich brauche mal meine 4. So, dann sehen wir kommen hier lang, hier lang, hier lang. Aus diesem Gleis raus, genau. Hier kommen wir ja rein. Das ist sozusagen die Einfahrt. Und das wäre dann die Ausfahrt. Jetzt ist das hier aber auch eingleisig. Achso, wir haben ja gesagt, wir machen es eingleisig. Ja, das erklärt, warum sie eingleisig ist. Nee, nee, das passt schon. Aber eine Ausweichstrecke, die machen wir natürlich noch. Das haben wir auch gesagt. Und jetzt ist halt die grundsätzliche Frage, wie wollen wir hier weiterverfahren? Was machen wir da genau? Ich würde vorschlagen, vielleicht so schlecht wäre es nicht, wenn wir schon mal die Seite wechseln, dass wir hier runtergehen und dann hier mit einer Brücke rüber, mit einem Gleis. Und dann wären wir hier hinten und dann könnten wir von hier aus weiter gucken. Aber dann nach da düsen oder doch eher hier unten, wo wir ein bisschen Platz haben. Und im Endeffekt wären wir dann in Samkow. Ja, ich würde das mal so versuchen. Also, schnappen wir uns mal ein Gleis. Und zwar ein schnelles. Ein tiefiges. Wie es in der Schweiz heißen würde. Also, hier sind wir stehen geblieben. Kommen wir hier überhaupt runter? Würde mit einer Brücke funktionieren. Ja, vielleicht halt wirklich auf eine Brücke rauf. Und so hier rüber. Dass wir uns so hier rüber schwingen. Und der ICE-TD, das stand in den Kommentaren, der macht 200 km/h. Das heißt eigentlich nichts anderes, wie dass wir nicht wie die Irren gucken müssen, dass wir hier Tempo haben. Also, dann werden wir nämlich hier auch eine Kurve machen können in die Richtung. Hier hätten wir Platz, dann könnten wir hier unten lang. Würde eigentlich gehen. Vielleicht sogar ein bisschen steiler hier rein. Und jetzt mal gucken, wenn wir hier eine schöne Brücke finden. Und die finden wir. Das sollte aber irgendwas sein, was nicht 10.000 Pfeiler hat. Sonst sieht es hier wahrscheinlich dann doch eher komisch aus. Ja. Ja, das meine ich genau mit den 10.000 Pfeilern. So wäre es eigentlich okay. Es ist eine Spur zu hoch. Findet ihr nicht auch? Hier hinten haben wir nochmal eine Brücke. Wenn wir das so machen. Das ist eigentlich in Ordnung. Das könnte man auch aufschütten. Oder wir machen hier. Moment, wo haben wir sie denn? Die hin. Ja, die finde ich halt schon auch sehr nett. Oder vielleicht sogar die, die ein bisschen tiefer geht. Das wäre die folgende. Die hier. Ja, die hat doch auch was. Gut, und hier so. Wie gesagt, es ist mir fast eine Spur zu hoch hier. Das müsste man irgendwie anders machen. Ich mache das in kleinen Schritten. Ich glaube, das ist besser. Also, machen wir erstmal hier diese Überquerung. Da machen wir die Brücke so, wie wir sie haben. Und da müsste ich hier aber runter. Ja. Irgendwie, oder sollen wir es aufschütten? Weil irgendwie, da ist ja nichts drunter. Gefällt mir so eigentlich besser. Okay, jetzt ist halt die Frage, ob wir immer noch rüberkommen. Ja, man sieht, dann haben wir das Problem, dass wir hier tatsächlich nicht mehr rüberkommen. Wenn wir hier so weit runterbauen. Schade, wenn ich die Kurve ein bisschen enger mache. Was möchte ich jetzt halt hier? Wie soll ich sagen, auch wenn wir jetzt hier ein Momentchen dauern, ein Momentchen bauen. Das möchte ich so haben, dass wir dann wirklich zufrieden sind. Weil das ist eine markante Stelle, ganz klar. Die Flussüberquerung. Irgendwie so. Und dann, was hatten wir? Irgendwie die hier, glaube ich. Ja, wäre hier hinten dann noch nicht eingezeichnet. Moment, das hatten wir doch eigentlich aufgeschüttet. So, und hier vorne eben die. Dann muss ich hier klicken. Schauen wir nochmal schnell. Brücke, Brücke, Brücke. Ja, die hat halt auch was. Die ist halt schon auch sehr cool. Und jetzt ist er auch nicht mehr ganz so hoch. Gefällt mir eigentlich gut. Wisst ihr was? Ich würde sagen, das nehmen wir. Zack, jetzt nochmal die Kontrolle. Von hier, hier lang, hier rüber. Und das Ausweichgleis. Wir können natürlich auch mehrere Ausweichgleise machen. Das ist natürlich auch möglich. Oh, guck mal hier. Sehr schön. Gefällt mir. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass das hier auch noch eine Brücke gibt. Aber das ist natürlich sehr, sehr cool. Da kommt eh gerade ein Zug. Wollen wir doch mal schnell gucken. Wie das so aussieht, wenn der hier unten durchdüst. Ja, das gefällt mir sehr gut. Wenn oben nachher die ICE-TD durchbraust. Das hat doch was. Gut, also hier drüben wären wir. Die Schiffbarkeit haben wir, glaube ich, auch noch belassen. Die garantieren wir sozusagen. Ne, die haben wir hier. Ja, ja, da ist alles grün.
Hervorragend. Gut, also schnappen wir uns wieder das Gleis. Machen hier irgendwie die Kurve. Und jetzt eben, irgendwie wäre es halt schon schön, man käme noch an ein anderes Gleis ran. Aber ihr seht selber, guck mal, dann macht das hier eine Kurve. Das ist alles irgendwie nicht, was wir brauchen können. Wir müssen hier sogar wieder mit einer Brücke rüber. Oder eben als Alternative. Könnte natürlich auch in die Richtung. Aber hier ist dann doch einiges schon verbaut. Das heißt, ja, nee, das gefällt mir tatsächlich nicht. Wir haben hier viel mehr Platz, wenn wir in die Richtung düsen. Also machen wir das auch. So, einmal eine veritable Kurve. Vielleicht sogar mit Aufschütten hier am Uferbereich. Jawohl. Würde ich so nehmen. Und dann straight ahead nach hier vorne. Und ihr ahnt es schon, genau, das hier gibt mit Sicherheit einen Moment, wo wir ein Ausweichgleis machen können. Nur hier rausgehen, eine schnelle Weiche machen. So, da vorne rein. Zack. Und dann hier mal gucken. Ja, jetzt müssen wir hier halt wieder auf eine Brücke rauf, anders wird es nicht gehen. Dass wir uns hier so rüberschwingen und vielleicht da sogar unten durch. Nee, das geht nicht, hier ist nochmal ein Gleis im Weg. Ich wollte eigentlich hier unter der Brücke durch. Wobei vielleicht sogar mit einem Tunnel. Dass wir hier so unten durch mit dem Tunnel gehen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Das würde heißen, wir müssen erstmal Höhe haben. So, machen wir mal die Höhe. Das wäre die Höhe. Reicht das, um hier auf eine Brücke zu kommen? Ja, müssen wir austesten. Jawohl, das reicht. Dann kommen wir hier so rüber. Dann wäre das an Brücke. Ja, gerne nochmal was Modernes. Warum hüpft das so? Seht ihr, wie es hüpft? Das hüpft. Du musst nicht hüpfen. So, wir nehmen dich so. Jo, und dann aber nicht mit Steigung, sondern gerne so. Passt das? Ja, da kommt eh gerade ein Zug. Bau das mal und dann wollen wir doch mal schauen. So, Test aufs Exempel sozusagen. Der Coca-Cola-Zug ist das sogar. Hallöchen. Ja, ruhig und gemächlich mit seinen Doppelstockwagen unterwegs hier. Okay, und da kommt der nächste Regio. Ja, schön. Leben hier oben drüber. Dann der Diesel-IC. Das ist ja auch ein Diesel hier, wie man gerade gesehen hat. So, jetzt weiter im Text. Wir wollen hier eine Kurve. Ja, und zwar so. Finde ich schon mal gut. Und wenn wir jetzt Glück haben, dann kommen wir sowieso in den Tunnel rein. Sehe ich das richtig? Nee, mit N. Ah, da komme ich nicht weit genug runter. Dann müssen wir hier selber ein bisschen dafür sorgen, dass wir unter die Erde kommen. Ja, würde so funktionieren. Ich gehe nochmal eins rauf. Geht auch. Okay, wo kommen wir hier raus, wenn wir das so machen? Also hier wären wir noch über der Erde. Dann hätten wir hier tatsächlich das Portal hier drinne. Ja, finde ich eigentlich okay. Aber können wir hier vielleicht sogar das Ganze noch so haben? Ja. Gefällt mir eigentlich. Vielleicht noch ein bisschen Höhe. Jawohl, jawohl, jawohl. Bis hier hingeht's. Moment. Zack, gekauft. Und dann, ja, eigentlich hier unter der Brücke durch. Aber das hätte ich natürlich gerne wieder über der Erde. Oh, da muss ich aufpassen. Das wird schwierig. Ja, wenn ich so in kleinen Schritten baue, geht's. Kostet uns dann wieder ein bisschen Tempo. Aber guck mal, wir sind eh zu schnell. 238 km haben wir hier. Und der TD, der Diesel ICE, der macht 200. Also von daher, das passt eigentlich auch alles. Hier nochmal ein bisschen runter. Geben wir dem die 200, die er gerne hätte. So, einmal so. Und dann sind wir hier fröhlich über die Brücke. Jawohl. Ach, der zweiteilige, der zweigleisige Abschnitt fehlt natürlich noch. So, fette Weiche. Also nicht fett, sondern schnell. Jawohl, würde auch schon passen. Gut, hier hinten vielleicht nochmal zweigleisig. Ja, würde ich glatt nochmal machen. Dass wir hier mit einem Tunnel zweigleisig unten durchgehen. Aha, ich habe es fast vermutet. Aber auf der anderen Seite geht's, da bin ich fast sicher. Jawohl, okay, dann müssen wir das nochmal kurz ändern. Keine große Sache. So, ich reiße aber ein bisschen mehr ab. Damit wir auch hier besser reinkommen. Moment, wo möchte ich dich haben? Hier oder hier? Das ist eigentlich ist relativ irrelevant. So, einmal so. Das ist alles zweigleisig. Vorne dann wieder die Weiche. Jetzt müssen wir aber das noch irgendwie verbinden. Ja, mit einer Weiche, die wir noch nicht gemacht haben. Jetzt. Einmal Weiche wieder. Wirklich sehr schnell. Sauber. Gefällt mir. Da muss der hier vielleicht nicht mal groß bremsen. So, und jetzt möchte ich das Ganze kurz sehen.
Jawohl, schön unten durchzwitschern. Hier ist okay, da steht ein bisschen im Pfeiler drin, das macht aber nichts. Ja, doch, doch, das ist genau das. Das ist genau so, wie ich es wollte. Da oben ein IC, allerdings kein Diesel. Der Kollege, der mit Strom fährt. Da hinten wäre Samkauf. Guck mal, so weit weg ist es nicht mehr. Wenn wir hier rüber gehen mit einer Kurve und dann vielleicht sogar, das wäre hier zweigleisig. Wer ist denn hier unterwegs? Sind das nicht sowieso Schnellzüge? Nö. Moment, ich guck mal schnell. Doch, das ist der ICE. Was ist das für eine Linie? Schnellzug Berlin-Streitau. Ach, guck mal an, haben wir in dem Sinn schon. Nee, aber Streitau ist da oben. Wir wollen ja nach Sandkopf. Ja, im Prinzip könnte man durch in die Gleise rein. Aber wenn halt der ICE TD tatsächlich nur 200 km/h macht, dann bremsen wir die ICEs aus, wenn sie hier schneller unterwegs sind. Was wir aber machen können, ist ans Gleis ran. Das geht. Und dann in die Richtung weg, weil wir wollen ja dann nach Sandkopf und nicht eben nach Streitau. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das würde heißen, wir machen hier die Biege. Irgendwie so. Ist das okay so? Kommen wir hier rüber? Oh, nee, guck mal, da haben wir tatsächlich eine Kreuzung. Das möchte ich natürlich nicht. Und wenn wir es so machen, kommen wir hier auf eine Brücke. So wird es gehen. Mit 217. Das ist doch in Ordnung. Dann hätten wir hier nochmal eine fette Brücke. Könnte man machen. Würde so nach unten hin, glaube ich, gar nicht so schlecht aussehen. Behaupte ich jetzt mal. Da hüpft es wieder. Nö, da hüpft nichts mehr. Gut, da bin ich beruhigt. Vielleicht nochmal irgendwie was Wildes. Nee, geht nicht. Ja, ja, die ist halt immer, einfach nur schön. Ja, da wirkt die halt nackt. Also im Vergleich zu der hier ist das andere gleich eine nackte Brücke. Aber warum kriegen wir hier den Bogen nicht? Hier müsste doch ein Bogen drauf sein. Naja gut, wenn wir keinen Bogen kriegen, kriegen wir keinen. Die hat auch was, die Brücke. Ich mache die hier. Ich hätte hier gerne eine ganz normale. Nicht irgendwie sowas, was wir vorher schon hatten. Oh. Ja, genau. Hier eine Weiche, dann haben wir die Geländer drin. Dann muss ich das Ganze so machen. Mal gucken, ob das überhaupt klappt. Ja, da ist halt auch, man sieht's, das ist auch nicht ideal. Und früher rein, macht das Sinn? Ist das eine lange Strecke hier? Zweigleisig? Von hier nach hier vorne. Ja, nee, wir machen das anders. Wir gehen hier eingleisig auf die Brücke. So, reißen wir das nochmal fröhlich ab. Machen hier die Weiche. Ist nicht ganz so schnell, aber ist schon okay, denke ich. So, einmal hier lang. Gäbe hier einen Tunnel, das war eigentlich klar. Und dann wollen wir dort in die Gleise, beziehungsweise an die Gleise ran. Deswegen baue ich mal von hierher kommend. Mal gucken, ob es geht. Wo muss ich eigentlich hin? Das hier ist eine andere Strecke. Wo ist meine? Ich suche meine Strecke. Hier hinten ist er. Ach du Grüne, okay. Ja, interner Fehler. Müssen wir in kleinen Schritten machen. Das funktioniert so nicht. Also irgendwie so hier rüber. Dann hätten wir hier nochmal eine Brücke. Sofort diesem Tunnelbereich hier. Ja. Würde ich machen. Ich würde nicht aufschütten. Wir verdecken sonst die Sicht nach hier hinten. Das ist natürlich auch nicht die Idee. So, mal die hier. Auch eine moderne. Dann irgendwie hier rüber. Würde funktionieren. Beziehungsweise wir wollen ja hier ins Gleis rein. Das würde sogar gehen. Mit einer relativ üblen Kurve. Hier haben wir die Kollision. Aber hier funktioniert es noch. Okay, die Frage ist, funktioniert das auch noch, wenn wir Pfeiler haben? Das weiß ich auch nicht. Gucken wir mal. Nee, dann gibt es Fehlermeldungen. Hier, da werden die Pfeiler ausgespart. Aber das sieht halt wieder irgendwie meiner Meinung nach sehr merkwürdig aus. Die würde funktionieren. Die könnten wir nehmen. Wäre das die gleiche wie die hier? Jawohl, das würde doch passen. Machen wir. Da mitnehmen. Dann hier folgen. Hier rüber. Ich hoffe, es gibt den Bogen. Jawohl, den Bogen gibt's. Ja, und wie schön es den gibt. Und dann haben wir hier auf der Brücke tatsächlich zwei ICs. Machen wir mal. Und jetzt habe ich gesagt, wir wollen dort in den Bahnhof rein. Das wird jetzt auch nochmal abenteuerlich. Da muss ich erst gucken, wie wir das genau machen. So, hier passt aber alles. Genau, hier haben wir die Angliederung. Nennen wir das mal so. Hier haben wir eine Brücke. Ich habe nicht irgendwo eine Brücke vergessen. Das ist eigentlich auch relativ schön. Nochmal ein IC. Das scheint hier doch eine relativ ICE-trächtige Strecke bzw. Gegend zu sein. Zumal dann hier unten ja nochmal einer fährt. Gut, also. Jetzt, wie kommen wir da rein nach Sandkopf? Wir schauen nochmal schnell.
Wo haben wir hier das freie Gleis? Das wäre das Gleis, das wir nutzen wollen. Damit kommen wir ja hier raus und dann wird es eine Brücke geben. Wenn wir uns das nochmal so ansehen, hier raus und hier vielleicht rausgehen und hier eine Brücke. Allerdings, wir haben hier auch schon eine Brücke. Dann wären wir in dem Bereich und das würde uns eigentlich dann schon früher oder später nach da hinten führen. Weil hier brauchen wir sowieso auch nochmal eine Brücke, hier müssen wir ja auch rüberkommen. Oder wir gehen in das Gleis rein. Dann nutzen wir vielleicht am Schluss der Strecke vielleicht auch nochmal gemeinsames Gleis mit dem Güterzug, wie wir hier sehen. Könnte man durchaus machen. Die Frage ist, ob die Gleise hier, also wo führen uns die hin? Die führen uns nach da vorne. Und dann hier mit einem Bogen hier runter in den Tunnel rein und dann in die Gleise. Das ist nicht, was wir brauchen, aber wir könnten natürlich, das könnten wir tatsächlich mitnutzen. Sollen wir das machen? Das ist natürlich eine Bremse, das ist mir klar. Aber dann würde ich tatsächlich hier mal auf eigenes Gleis verzichten. Und dann nutzen wir das, was wir haben. Hier sind ja eh schon schön einige Züge unterwegs. Das geht hier ins Tunnel rein. Ja, weil das können wir problemlos machen. Guck mal, wenn wir das anschließen. Hier rausgehen. Naja, Moment, das geht schon. Ich baue es mal. Sagen wir mal bis hier hin. Dann hier die Weiche. Jawohl, und schon funktioniert es nämlich. Okay, dann brauchen wir hier aber nochmal eine Weiche im Tunnel drin. Weil sonst wird das Ganze nicht zweigleisig. Achso, das ist ja nicht zweigleisig. Doch, hier ist es aber zweigleisig. Das müssen wir dann doch noch machen. Also, hier eine Weiche. Ich mache mal kurz Pause. Nehmen wir mal das Signal weg. So, und dann hoffen wir, dass wir im Tunnel drin eine schöne X-Weiche hinkriegen. Ohne, dass hier das Tunnel ausgegraben wird. Das sieht eigentlich relativ gut aus. Dann haben wir hier Signale, die kappe ich mal. Zumindest das eine hier. Und dann stelle ich das andere ein bisschen weiter nach vorne. So, sagen wir hier hin. Das muss auch weichen. Das ist jetzt natürlich zu nah dran. Dann haben wir hier Signale. Das passt schon mal. Gut, würde doch passen. Können wir da laufen lassen. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht, dass der jetzt eine Krise kriegt hier dazu, weil wir was gemacht haben. Nee, der fährt wieder problemlos, während der Donald auch die Fahrt fortsetzt. In Richtung Flughafen. Jawohl, Samkow Flughafen Zubringer. Sauber. Dann haben wir die Strecke soweit. Oder habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ja, ich habe massiv was vergessen. Wir müssen ja noch zu der Brücke da unten. Wir haben sie noch nicht so weit. Gut, also. Wir sind hier in dem Gleis. Schwingen hier rüber. Dann fährt der ICTD hier lang. Fährt hier runter. Und jetzt nach da. Da könnte man natürlich statt einer Brücke auch nochmal unten durch. Dass wir irgendwie hier das Ganze so machen, dass wir nach links ausfädeln. Halt, dafür brauche ich aber ein Gleis. Vorzugsweise. Also, links ausfädeln. Hier eine Kurve. Ja, und dann hier unten durch. Ja, da hat es eine Stelle gehabt, da geht's. Da. Ist immer kurz blau, jetzt. Gut, hier auch nochmal das Portal wechseln. Ich würde hier mal das lassen. Das ist von einem anderen Zug her. Auch das Tunnel. Oh, jetzt geht es aber tatsächlich doch nicht mehr. Hatten wir diese Steigung zu groß vorher schon? Ja, ist kein großes Problem, weil wir müssen dann halt einfach hier weiter runter. Sprich, dass wir das nochmal wegnehmen. Habe ich hier schon Gefälle drin? Ja, nicht das Maximum. So, einmal so. Und dann hier unten durch. Und jetzt geht's nämlich. Dann können wir hier eigentlich sogar wieder ein bisschen rauf. Ja, da können wir massiv rauf sogar. Ja, da können wir massiv rauf. Okay. So. Ja, eben lassen wir das Portal so, wie wir es haben. Gut, dann wären wir hier. Hier vorne muss ich noch das kurz machen, sonst haben wir das nicht zweigleisig. Und jetzt hier unten rein. Jawohl, funktioniert auch schon. Jetzt mache ich das aber von der Seite kommend, damit wir die Brücke hier noch ein bisschen haben. Haben wir nicht. Aha. Okay, ist die Brücke denn hier fertig? Ja, die ist fertig. Deswegen wird dann hier nicht die Brücke übernommen. Na gut, das können wir selber kurz machen. Oder wisst ihr was? Ich verbinde das jetzt einfach mal. So, von hier nach hier unten. Würde passen. Und jetzt können wir die Brücke ja aussuchen. Wäre nicht schlecht, wenn es die gleiche wäre, behaupte ich mal. Na? Jetzt. Ja, die gleiche heißt... Keine Ahnung, die hier? Nö. Die hier ist es auch nicht. Die hier könnte sein. Ach so, nee, das ist natürlich die blaue Brücke. Okay. Wir gehen mal schauen. Wenn wir hier ganz hinten gucken.
Die hier wär's. Nee, die ist es aber auch nicht. Wo haben wir denn die blaue Bogenbrücke? Das ist doch nicht die gleiche. Was haben wir hier für ein Geländer? Eigentlich keins, wenn man es genau nimmt. Nochmal schnell gucken. Ohne Geländer, please. Ja, würde halbwegs passen. Ich nehme jetzt aber mal jede Brücke und gucke, wie es aussieht. Ja, nee, auch nicht wirklich. Nein. Naja. Nein. Ja, die ist halt cool, aber die passt auch nicht. Haben wir die gar nicht? Also irgendwie... Da, das ist die Bogenbrücke. Da gibt es aber keine Bogenbrücke draus. Ich müsste wahrscheinlich länger ziehen, dann wird es wahrscheinlich gehen. Nö, das sieht natürlich auch nicht wirklich gut aus. Kann man die so machen? Ist ja nicht weit. Oder ich könnte natürlich mal gucken, kann ich das aufschütten? Oder haben wir da eine Fehlermeldung? Nee, wenn wir das noch blähen, das sieht doch besser aus, wie hier irgendwie nochmal so eine Brücke. Ja, wir machen das so. Kaufe das mal. Und jetzt haben wir die Strecke aber tatsächlich fertig. Erstaunlich. Ging relativ schnell, behaupte ich mal. Gut, Asset. Oh genau, es stand noch in den Kommentaren, Heisi, mach doch mal wieder was mit Feldern, ein bisschen bemalen. Das können wir natürlich auch machen, da habt ihr natürlich recht. Das müsste ich tatsächlich mal wieder irgendwann machen. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Dass wir irgendwie, ja, ein paar Blumen setzen oder so. Moment, ich brauche das hier. So, dann wird hier gebläht, dass es eine Freude ist. Hier nochmal ein bisschen. Und hier unten ist der Fels. Ja, das ist doch in Ordnung. So, jetzt muss ich tatsächlich schnell gucken. Maltools. Was haben wir hier alles? Lavendel hätten wir hier zum Beispiel. Mal hier irgendwie noch so ein Lavendelfeld machen. Werken ein bisschen runter. Wie sieht das aus, wenn wir das einfach irgendwie hier hinhängen? Ja, passiert nicht viel. Das ist optisch zu wenig. Hier mit Mohn. Dass hier halt einfach ein, zwei solche Felder sind. Olivengras. Ja, das ist eigentlich ein bisschen deutlicher. Hier ist einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, Wildgrasrosen. Ja, halt irgendwie, dass man hier irgendwie Sachen anpflanzt. Strauchweizen. Okay, Weizen gerne auch. Hier oben nochmal ein bisschen. So, das haben wir hier. Ingos Farn. Ja, sieht man auch zu wenig. Wenn man natürlich runtergeht, guck mal, dann sieht man natürlich relativ deutlich, dass wir jetzt hier ein paar Blumen etc. gesetzt haben. Schon cool. Also diese Mod ist halt schon auch sehr nett mit diesen Texturen, die man setzen kann. Gut, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ja, weil es mir halt gerade eingefallen ist. Gut, hätten wir. Was wir noch nicht haben, sind die Signale. Die würde ich jetzt gerne noch setzen. Höre ich hier irgendwie so ein kleines Flugzeug da oben? Das finde ich nicht. Aber der gute Daniel hat letztens einen Adler gesehen rumfliegen. Also wenn wir den wieder sehen, werden wir da mal einsteigen beim Adler. Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch. Kann man aber natürlich, man kann ihn anklicken und dann die Kamera nutzen, die er hat. Oder eben so ein Vogelschwarm. Also wenn wir irgendwo mal einen Vogelschwarm sehen, dann lasse ich wirklich alles stehen und liegen und gucke mal, dass wir diesen Vogelschwarm noch sehen. Also dass wir dort kurz einsteigen und dann ein bisschen über die Stadt drüber düsen. So, wir sehen, wir sind hier in der Nähe der Güterzentrale und hier, ich sehe gerade, hier stapeln sich die Waren. Einiges bisschen, okay. Und zwar massiv, Güterzentrale Nord. Wisst ihr, was das ist? Das ist die Linie, die die beiden Güterzentralen verbindet. Die möchten alles nach da oben schicken, warum denn das? Also nicht, dass die hier dann keine Sachen mehr kriegen, weil der andere Zug alles kriegt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wisst ihr, was wir machen? Wir werden ganz kurz... Ich brauche diese Linie. Linie verwalten. Wir müssen hier einstellen, dass der nichts transportiert. Weil ich glaube, der nimmt hier die ganzen Waren weg. Oder beschlagnahmt... Ja, nimmt die in Beschlag, die Sachen. Dass nur er die Sachen kriegt. Und dann gehen die anderen leer aus. Das ist natürlich nicht die Idee. Das würde heißen, wir machen hier mal den. Moment, nee, das war hier. Laden gar nichts. Entladen gar nichts. Okay. Das hätten wir mal. Dann hier ebenfalls das gleiche. Laden, entladen. So, das heißt, der fährt jetzt immer leer rum und das ist für uns ja okay. Dann müsste sich das hier aber zurücksetzen. Weil sie merken, dass hier kein Abnehmer ist. Gut. Haben wir das auch noch gewuppt? Wo sind wir stehen geblieben? Bei den Signalen, genau. Wir gucken mal. Oder ich mache zuerst die Linie. Wir haben die Linie eigentlich fertig gemacht. Sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Also zumindest bis nach Berlin. Und jetzt müsste ja die Linie 1 sein.
Gut, die sehen wir hier natürlich nicht. Machen wir das mal weg und suchen mal das L. AJK, L, Linie, Linie, Linie. Da ist sie doch. So, wir haben hier folgendes. Linie verwalten. Wegpunkt, genau, vom Berlin Hauptbahnhof wollen wir hier hin. In den Bahnhof rein. Funktioniert das schon? Jawohl. Und von Samkow wollen wir eigentlich wieder zurück nach Berlin. Das werden wir auch noch kurz eintragen. Berlin ist hier hinten. Ich könnte jetzt noch kurz die Doppel-1 nehmen. Ich mache es mal so. Na, da wird gerechnet. Jawohl, keine Fehlermeldung, passt. Und jetzt sehen wir uns das mal in Ruhe an. Indem wir mal primär zur richtigen Stadt gehen. Und die Signale entsprechend dann noch setzen natürlich. Würde heißen, die Linie 1, zack, aufrufen. Dann haben wir die hier. Und die nutzt, guck mal, die nutzt mehr oder weniger das, was wir eigentlich wollten. Außer, dass hier das falsche Dingens genommen wird. Dann machen wir mal kurz Linie verwalten. Und schauen in Samkow. Wir würden nur nicht in die 4 rein, sondern wir wollten in die 5 war's. Jawohl. Dann haben wir hier nämlich eine konstante Belegung sozusagen. Gut, gehen wir da raus, schnappen uns das Teil nochmal. Nochmal die Linie 1. Dann haben wir hier das richtige Gleis. Dann haben wir hier eh schon Signale, weil das ist ja tatsächlich ein Teilstrecke, den wir jetzt doch mitnutzen mit fremdem Gleis. Jetzt müssen wir hier aber schnell schauen wegen den Signalen, dass wir das ändern. Da müsste hier eins sein. Dann ist hier eingleisig, das können wir lassen. Da haben wir eins, das passt. Würde heißen, du musst weichen. Du bist mir auch ein bisschen zu nah. Du kommst mal hier hin. Dann haben wir das dort, das ist okay. Und hier in der andere Richtung passt. Und hier, wie gesagt, eingleisiger Bereich, keine Signale logischerweise. Und dann müsste irgendwo hier eine Ausweichstrecke beginnen. Ja, hier. Das heißt, einmal zack so. Und einmal zack so. Und dann haben wir das schon zweigleisig. Dann machen wir hier noch einen fröhlichen Block hin. Ja, und hier vorne ist Feierabend. Okay, können wir so lassen. Der Block, ja. Ich weiß nicht, ob der Zug nicht länger ist als das, was wir hier haben. Das würde heißen, dann hängt er hier halt über die Signale rüber, dann sind die einfach obsolet. Das ist dann also relativ egal. So, hier einmal so. Dann ist hier vorne Feierabend. Das heißt, wir machen hier nochmal ein Signal. Dann geht das hier rüber. Hier lang. Und hier vorne ist dann irgendwann eh, genau, hier vorne ist eh der Bahnhof. Ja, und da brauchen wir tatsächlich keine Signale mehr. Habe ich jetzt hier irgendwo einen zweigleisigen Abschnitt verdattelt, verpennt? Nö, eigentlich nicht. Gut, ja, Leute, dann haben wir die Strecke. Jetzt ist aber natürlich, wie soll ich sagen, das lohnt sich jetzt nicht mehr, den Zug zu kaufen und mitzufahren. Dafür ist die Folge eigentlich eh schon fast zu vorüber, wenn man so will. Aber was wir jetzt noch machen, ist das, was wir angefangen haben in der letzten Folge, dass wir uns ein Städtchen schnappen. Zum Beispiel Samkow, wo wir ja hindüsen. Und nochmal schnell schauen, was wir hier an Assets haben. Hier haben wir Sachen gehabt, genau, Fire Station und so weiter. Aber ich möchte nochmal die anderen haben. Ich hätte mir vielleicht merken sollen, wo das war. So dieses Restaurant etc. Nein, nein, nein. Ich find's. Bahnhof Hugelfing. Aha, okay. So, ich find's, weil gestern habe ich es auch gefunden. Nein, das ist auch nicht. Nein. Nö, nö, nö. Das ist Autobahn. Felsen, das ist der Zirkus. Sag mal, jetzt finde ich die Teile trotzdem nicht mehr. AG. Ich hab's gleich. So, da haben wir die Bagger, Biko. Ja, ihr wisst, was ich suche. Die Teile, die wir gestern hatten. Da war ein Restaurant dabei und so weiter. Also wenn ich es gefunden habe, ich verspreche euch, dann merke ich mir das für die nächsten Folgen, weil sonst haben wir jeden Tag, wenn ich hier nach Asset suche, das gleiche, nämlich, dass ich mir hier den Wolf suche. Ich habe die ja nicht deinstalliert, das kann ja nicht sein. Das ist der Bauernhof. So, manchmal fragt man sich dann eben doch, ob man irgendwie oder ob irgendjemand was gemacht hat und die Sachen dann deinstalliert hat, wenn ich es aber nicht finde. Puh. Nee, hier ist nichts. Aber wir kommen der Sache näher. Ich spüre es. Das ist die Burg. Die haben wir ja auch schon hingestellt. Feuerwehr, Gerätehaus, Schluchsee. Sonst nehmen wir das dann. Wenn ich es jetzt nicht finde,
Aber das ist ja kein Problem. Ich kann ja im Prinzip das Video von gestern schnell gucken. Dann sehe ich ja, wo ich drauf geklickt habe, dass die ganzen Sachen gekommen sind. Das sind die Monumente. Nee, auch nicht, auch nicht. Was ist das nochmal? Car Park. Wow, klingt aber auch gut. Nee, das sind die Baustellen. Hier waren wir vorher, das sind sie noch nicht. Ich dachte, das sei hier in der Nähe gewesen. Gibt's da jetzt nicht. Hier, was steht hier? Sports and Leisure. Okay, ein 3D-Cinema. Cinema vor allem. Ein Cinema. Nicht ein Cinema. So, irgendwo hier rein. Das würde gehen, aber das Ding hat, glaube ich... Doch, das hat eigentlich eine Kollision. Interessant, dass das funktioniert, weil da hinten hängt es dann doch im Gebäude drin. Nö, würde ich hier nicht hinmachen. In die Nähe vom Bahnhof. Aber wir haben natürlich keinen Platz hier. Schade. Irgendwie so, dass man zieht, wenn wir nachher mit dem ICE dran vorbeifahren. Wo kommen wir denn raus? Ja, hier, das ist unser Gleis. Das wir ja gemeinsam nutzen. Dann würde ich dich mal hier hinstellen. So, einfach dieses Cinema. Mal gucken. Ja, hat doch was. Sieht sehr modern aus, das Ganze. Ist natürlich jetzt auch wieder charakteristisch für die Stadt. Wenn man hier mit dem Zug daherkommt und da oben das Kino sieht, weiß man, man ist tatsächlich jetzt in Samkow. Was brauchen die noch? Richtig, irgendwie einen Straßenzugang. Den könnt ihr haben. Straße, städtisch. Ja, so breit muss das nicht sein, aber wenn es irgendwie geht mit einer Kurve. So, irgendwie so. Und jetzt mal gucken, wo kommen wir rein? Können wir hier irgendwie rüber? Nö. Aber das müsste eigentlich gehen. Da ist ja genau eine Weiche. Hier ist keine Weiche. Machen wir es so. Einmal die Zufahrt zum Kino. Sauber. Mit Bahnübergang. Und ein bisschen hügelig. Ja, ist aber in Ordnung. Jetzt hätte ich hier gerne noch, einfach weil ich es kann, ein, zwei Autos, die hier noch rumstehen. Wir haben hier zwar keinen Parkplatz, das ist aber egal. Was ist das noch? Oh, die Fahrschule Audimax. Die würde, glaube ich, nach Berlin gehören. Kann das sein? Ja, das sind einfach auch Fahrzeuge. Wo ist denn die Fahrschule? Ich habe die eigentlich aktiviert. Aber das ist eigentlich ein cooles Auto hier. Irgendwie. Wo sollen wir hier Autos hinstellen? Hier, das wäre doch, im Prinzip wäre das hier so eine Art Parkplatz, würde ich mal behaupten. Mal mit N ein bisschen drehen. So, die gehören zum Kino. Und dann haben wir eben noch ein paar Autos, die nicht zum Kino gehören. Die haben wir dann hier. Einmal so. Einmal so. Und das Kino ist halt im Moment auch nicht in Betrieb. Deswegen sind hier auch nicht 10.000 Fahrzeuge. So, ein bisschen was bringt's. Aber jetzt könnte man das natürlich noch entsprechend bemalen. Noch ein bisschen Asphalt machen. Ich würde aber sagen, das ist okay so. Wenn man hier jetzt lang fährt. Ja, auch in die Richtung würde ich sagen, man erkennt, was es ist. Eben, das ist halt das Kino von Samkow. Gut, liebe Freunde, morgen fahren wir mit dem ICE TD in der Gegend rum. Ich freue mich schon mal drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und da danke ich euch fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns morgen wieder, wenn es die große ICE-Fahrt gibt. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Tschüss.